Wenn auch du wissen willst, wie dein Freitag heute wird, dann bleib dran. Nach dem kurzen Intro schauen wir in die Karten. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir haben Freitag, den 17. April. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, wir bekommen heute wieder ein schönes Tagesorakel zusammen. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr alle gesund seid und dass wir heute wieder mal positive Nachrichten bekommen von den Karten. So, es wird interessant. Wir haben heute die Witch-Karten dabei, wie ihr gerade seht. Wir haben die Traumengel-Orakel-Karten dabei und dann noch ein weiteres Engeldeck für heute. Wie immer gepaart mit meinen Lenormand karten von Timus Lichtblick. Die könnt ihr auch im Shop erwerben. Der Link dazu in der Infobox. Da findet ihr auch die von mir persönlich energetisierten ähm, Energieanbänder für Selbstliebe, Schutz. Ähm, für die Weiblichkeit habe ich eins. Also, das ist auch alles Handarbeit. Ähm, da stehe ich wirklich mit meinem Namen. Das ist keine China-Ware. Also, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr energeti energetisch noch ein bisschen Unterstützung braucht im Alltag bin ich gerne da für euch der Ansprechpartner. Wir schauen heute zuerst in die Finanzen, dann gucken wir in die Liebe und dann in dein Highlight des Tages. So, aufgeben und loslassen heißt es in den Finanzen. Wir überschütten dich mit Segnungen unserer strahlenden Liebe für dich. Breite deine Arme aus und lass die Herausforderungen und Probleme los, die du so fest in den Händen gehalten hast. Öffne deine Hände, deine Arme und dein Herz unserer Liebe und Unterstützung, eine wunder, wunderschöne Karte, gerade in dieser Situation, wo so viele Menschen ja Angst um ihre Existenz haben, einfach auch Angst haben, ähm, mit nichts mehr dazustehen, auch ihr ganzes Erspartes ausgeben zu müssen, wenn man überhaupt eins hat. Ja, vielleicht haben auch manche Angst um ihre Wohnung. Allein hier wird dir heute ein ganz, ganz großes Signal gegeben, dass du dir keine Sorgen machen musst, sondern dass du für dich persönlich im Aufwind bleiben darfst. Du darfst hier die Unterstützung der himmlischen Helfer annehmen und somit auch dich stärken und aus deinen Sorgen herausgehen. Denn der Zyklus darf jetzt zu Ende gehen, der Angst. Du hast dich sehr, sehr... Ja, finanziell gesehen jetzt aber. Finanziell gesehen sehr, sehr von der Angst leiten lassen. Vielleicht hast du Investments ein bisschen streifen lassen, wo du gedacht hast, eigentlich ist es ganz gut. Vielleicht hast du auch überlegt, ähm, irgendwie für eine Zukunft was anzulegen. Vielleicht hast du irgendwie überlegt, dir irgendwas sehr Eigenes zuzulegen, also was Gutes zu tun, dass du dir was kaufst und hast es immer wieder abgeschlagen, einfach weil du aus der Angst her agiert hast. Das darfst du heute beenden. Denn dieser Arbeitszyklus, der geht jetzt vorbei, der ist bei dir schon lange rotierend gewesen, geht jetzt aber in die Positivität, denn hier haben wir den Blumenstrauß, auch sehr schön. Ähm er zeigt einfach auf, dass finanziell gesehen, also jobtechnisch ist da gesorgt für dich, da musst du dir schon gar keine Sorgen machen, aber finanziell gesehen wirst du auf jeden Fall in eine, in eine Sparte gehen, wo es dir gut gehen wird, wo du keine Alltagssorgen haben musst und keine ja, Existenzängste. Gerade heute wird dir da heute wieder sehr, sehr viel signalisiert. Die Liebe, sagt Nessel, Grenzen. Und Vorsicht! Ja, das ist sehr, sehr schön gepaart, denn. Wir müssen überlegen, wenn wir uns so finanziell unabhäng unabhängig machen und so für uns sorgen, dann müssen wir ab und zu auch mal ein bisschen Vorsicht haben, weil das immer wieder Menschen anlockt, die auch Geld wollen. Und gerade in der Liebe ist es so, dass bei Singles, ähm, gerade bei Damen, die ihr ganzes Leben lang schon immer am Schuften waren, dass die immer Menschen anziehen, die schmarotzend ähm, sind. Da ist heute Vorsicht geboten. Aber nicht nur so, sondern auch vor unehrlichen Worten oder auch vor Überemotionalität. Es kann nämlich gut sein, dass die über Emotionalität von hier, von der Finanzkraft rüberschwingt auf die Liebeskraft, weil sie ja hier abgelöst wird und probiert, sich in deinem Verhaltensmuster wieder zu ähm, fangen, dass es bei dir bleiben kann. Aber auch hier heißt es Vorsicht davor. Es ist auf jeden Fall eine geführte Sache. Das ist schon mal schön, weil es dein Bewusstsein sehr erhöhen wird wird aber auch sehr sehr zur spontan überreaktion kommen ja auch ähm, zusammenhängt mit den Finanzen auf jeden Fall aber für die Liebe heißt es heute, bleib eher bei dir, geh nicht so viel ins Außen. Wenn du in einer Partnerschaft bist, zieh dich ein bisschen zurück, sag, du brauchst heute ein bisschen Ruhe, du bist ein bisschen overloaded, also überarbeitet vielleicht, vielleicht auch ein bisschen zu viele Einflüsse in letzter Zeit, die auf dich geprallt haben. Dein Partner wird es verstehen, weil ihm wird es ja nicht anders gehen. Ne? Ihm geht es ja genauso wie dir, bloß zeigt er es meist nicht. Und was ist denn dein Highlight des Tages? Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Zusammenarbeit. Ja, also, passt wie Faust aufs Auge, wirklich, meine Lieben. Hier in den Finanzen haben wir diese Angst, die wo du gelebt hast, wo du heute ablegen darfst. Vielleicht kommt hier eine Zusammenarbeit zustande. Hier haben wir diese Vorsicht. Vielleicht ziehst du auch Grenzen, wo du Grenzen vorher nie ziehen konntest und kannst daher auch zusammenarbeiten mehr und bist nicht mehr so die Marionette. So kann man das auch gut sehen. Sehr sehr schön. Hier geht es auf jeden Fall in Verträge, die wo schon da waren, ja? wo eigentlich schon aufgegeben waren innerlich aber hier wieder aus dem rückzug hervorkommen also denke daran dein highlight heute ist es ähm, auf jeden fall finanziell was zu machen verträge im finanziellen dadurch abzuschließen seien es ähm, anlageverträge kreditverträge etc pp ist heute ein wirklich schöner tag dafür es ist auch ein guter Tag, sich zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten. Natürlich so, wie es die Zeit derzeit vorsieht, ein bisschen auf Abstand. Daher ist es gerade auch gut, sich über Social Network ein bisschen zu verbinden miteinander. Und dann kannst du alles gut gehen, deine Wege. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Freitag. Wir sehen uns heute Abend nochmal. Da gibt es ein Special-Orakel und natürlich nachher zur Tageskarte.